Wenn wir auf die Stadt Lemberg, auf den Namen von Lemberg schauen, dann gibt es sehr viele Bezeichnungen von dieser Stadt. Das führt uns dann wiederum in eine weitere Thematik, aber auch Problematik von Lemberg, die sehr, sehr wesentlich ist, um diese Stadt zu verstehen. Das ist diese Problematik von drinnen und draußen, von Exklusion und Inklusion, von dazugehören und nicht dazu zu gehören, von Bürger der Stadt zu sein oder kein Bürger der Stadt zu sein. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, denn bis heute leitet diese Stadt ihre größte Legitimierung als europäische Stadt, als natürlich und selbstverständlich europäische Stadt, definiert sie ihre, Bruno Schulz würde sagen, geniale Epoche. Also ihre goldene Zeit, ihre beste, allerbeste Zeit, gerade als die Habsburger Zeit. Lemberg versteht sich bis heute als Erbe der Habsburger, des Habsburger Reiches, obwohl diese Stadt verhältnismäßig kurz zum Habsburger Reich gehörte, keine 150 Jahre. Aber es ist irgendwie aus dieser Zeit und aus dieser Materie wurde gerade dieser tragende Mythos der Stadt gemacht, so dass wenn man jetzt jeden durchschnittlichen Lemberger oder auch Ukrainer fragt, was ist Lemberg für euch, dann würde man sofort sagen, Lemberg war K&K, Lemberg war Habsburg. Und das ist aus vielen Gründen wichtig zu verstehen, warum es so ist. Erstens natürlich geht es um diese exzeptionelle Schönheit der Bausubstanz. Das ist das, was Lemberg, und Lemberg war nicht nur eine, irgendeine Stadt innerhalb der riesigen Donaumonarchie, sondern das war die Landeshauptstadt, also eine ganz wichtige Stadt, die Hauptstadt der größten Provinz, des größten Kronlandes. Unsere Zuversicht, zu Europa zu gehören, wurde mehrmals und sehr mächtig untergraben und unterminiert und zerstört. Das wurde erstens durch das gesamte sowjetische Regime mächtig zerstört. Es geht auch um die Zeit der Europäischen Union, die uns auch sehr deutlich zeigt, dass in Przemyśl Europa endet und dann ganz neue Regelungen beginnen. Also für uns ist dieses europäische Selbstverständnis eben überhaupt keine Selbstverständlichkeit, sondern wir müssen erhebliche, symbolische, materielle, mentale, seelische, psychische Ressourcen immer wieder aufbringen, um uns selber zu überzeugen, dass wir natürlich zu Europa gehören, dazugehören in dieser oder anderen Form. Natürlich gehören wir zu Europa, aber natürlich auch nicht. Und diese allgegenwärtige, substanzielle, materielle Präsenz dieser Architektur ist das, was uns sozusagen minütlich und täglich daran erinnert, dass wir uns jetzt in einem europäischen Kulturkreis befinden. Und das wird gerade so geschätzt an Lemberg.